Wenn jetzt einer sagt, ja, das mit Silikon, es gibt im Prinzip nur zwei Möglichkeiten, dass du das Alu-Geschichte wuchst. Entweder so, auf meine Art, oder du tust das Falzen. Jeder, der wo schon mal eine gemacht hat, weiß, wie schwierig das ist mit Falzen und Stehfalz. Stehfalz finde ich aber unheimlich wichtig. Vor allem, wenn die Kamineinfassung ein bisschen weiter runter ist. Ich finde, das ist meiner Meinung nach eine von den besten Arten. Ich mag nicht sagen, dass es nicht andere Arten gibt, die wo genauso gut sind, vielleicht sogar noch besser. Wir haben allerdings auch schon Kamine runtergerissen, die wo schon fast 30 Jahre umgekehrt waren. Die haben wir nicht runtergerissen, weil es undicht war, sondern weil es Dachel umdickt worden ist. Also, wir haben ja keinen einzigen Fall, wo jetzt da also eine Einfassung undicht worden wäre. Also funktioniert das, weil man mir das schon wirklich über 30 Jahre so machen. Wir haben ja schon relativ bald angefangen mit den Alu-Einfassungen, Alublech beschichtet. Da war das Präfa noch gar nicht richtig auf dem, das hat man noch gar nicht kennt. Da hat man eine andere Hersteller genommen. Die waren nicht ganz so gut mit Lack, aber hat auch funktioniert. So mache ich meine Einfassung. Weil sowas sagt denn sonst keiner. Sowas sagt denn gerade der Spengler Franz.